Überraschung, Überraschung hier am wunderschönen Morgen. Welcher Tag auch immer heute sein mag, das weiß niemand so ganz genau. Ich begrüße euch und ungewöhnlicherweise sitze ich mal wieder hier in diesem wunderschönen Moin Moin Studio und nicht einer von den Kollegen, die ihr gerade im Vorspann gesehen habt. Was natürlich bedeutet, ja, es hat mal wieder einen Ausfall gegeben, der hoffentlich angemessen kompensiert wird für euch. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde in meiner lose fortgeführten Serie von sogenannten Essens Moin Moins. Colin Gäbel, das bin ich, seines Zeichens ja quasi immer auf der Suche nach dem nächsten Genuss für kleines Geld, nach der nächsten Möglichkeit, sich die Mittagspause im Supermarkt der Wahl mit einem Fleischprodukt im Regelfall zu versüßen, zu veredeln. Und da stellt sich die unweigerliche Frage, welches Produkt sollte man sich für sein Geld am ehesten in den Einkaufswagen legen, damit der Genuss dann mindestens so hoch ist wie das Geld, das man ausgegeben hat. Das ergibt jetzt wenig Sinn, aber jetzt ergibt es den vielleicht viel mehr, denn heute widme ich mich einem Themenfeld, was viel zu lange stiefmütterlich vernachlässigt wurde von mir und heute entsprechend angemessen angegangen wird, zumindest soweit das überhaupt möglich ist, denn ich widme mich heute dem Thema Schnitzel. Um das zu präzisieren, dem Thema Wiener Schnitzel oder eben auch Schnitzel Wiener Art. Denn wir alle ja wissen, das Original Wiener Schnitzel ist ein Kalbschnitzel. Und im Idealfall isst man Schnitzel natürlich auch frisch, entweder wenn man sie selber macht oder wenn man einen guten Schnitzeldealer hatte, der sie einem brutzelnd und köstlich aus der Pfanne kredenzt. Allerdings natürlich tun sich in diesem Feld, wie in allen Feldern, die gastronomisch populär und angesagt sind, auch immer wieder die Hersteller von Fertiggerichten hervor. Und entsprechend geht es heute darum zu gucken, welches Schnitzel Wiener Art, welches Wiener Schnitzel gegebenenfalls denn fürs Geld am meisten bietet. Und ich habe eine wunderbare Auswahl hier schon mal für euch zusammengestellt. Wir fangen an. Ich fange mal von ganz billig bis ganz teuer an. Gut und günstig verheißt dieses Produkt 300 Gramm für 1,99 Euro Schweineschnitzel Wiener Art paniert und gebraten. Wir machen weiter mit dem Konkurrenten aus dem Hause Penny Heat and Eat. Auch hier werden zwei Schweineschnitzel, allerdings nur mit einem Gesamtgewicht von 250 Gramm, für 1,99 Euro verkauft. Wir machen weiter mit dem Super Edel Edelheimer. Dieses Ding hier, das kenne ich persönlich überhaupt nicht, dieser kleine Louis hier, aus dem Hause Iglo. Zwischen 4 Euro und 4,50 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Ich habe es für 4,50 Euro gekauft, weil ich es nicht besser wusste zu dem Zeitpunkt. Kauft man sich hier 350 Gramm panierten Fleischgenuss. Und wir machen weiter hier. Fosco, das ist so eine Firma, keine Ahnung, die gibt's ab und zu mal. Die machen auch viel mit Hähnchen, aber heute keine Hähnchenschnitzel. Auch hier Schnitzel Wiener Art, also das Schwein. Zwei Schnitzel tummeln sich in der 500 Gramm schweren Packung und ergeben einen Gesamtpreis von 3,49 Euro. Dann hier, das ist jetzt quasi, komm, vom ersten Mal das hier, ne? Die Minischnitzel, auch immer beliebt. Minischnitzel hat man das Gefühl, oh, man isst nicht so viel, man haut sich nicht so die Plauze voll und damit auch die Kalorien. Nein, man kann mehrfach nachnehmen, weil es sind ja nur kleine Schnitzelchen. In diesem Fall wahrscheinlich ein großer Irrglaube, weil je kleiner der Schnitzel, desto mehr Panade in der Masse. Ist ja logisch, ne? Also, oder bin ich da jetzt? Ist aber auch scheißegal. Also, Minischnitzel, 400 Gramm für 3 Euro. Und dann hier, das habe ich noch nie gesehen, Edeka Wiener Kalbschnitzel. Das hier ist quasi das einzige Original. Ich schiebe es hier, guck mal, da sieht man es noch schöner. Das ist jetzt wirklich ein Wiener Schnitzel, weil es ist mit Kalb gemacht, was sich natürlich auch auf dem Kassenbon niederschlägt. 360 Gramm Wiener Kalbschnitzel. Hier sind zwei Stück drin. Kosten sage und schreibe 5,99 Euro, also 6 Euro, wenn wir mal großzügig sind. Und 6 Euro, da sage ich, verdammt, das ist schon verdammt nah dran an einem Schnitzelpreis, wo man schon in der einen oder anderen Gaststube zum Mittagstisch vergleichbares Geld ausgeben muss und eine sehr annehmbare Qualität bekommt. Schauen wir mal. Kalbschnitzel bzw. Kalb ist natürlich viel teurer im Einkauf. Ob sich das heute niederschlägt, werden wir sehen. Und dann habe ich hier noch den, und mit dem fange ich jetzt gleich mal an. Das ist hier um die Ecke vom Lüttengrill. Die machen natürlich auch selber Schnitzel, also ist eine klassische Pommesbude für alle Nicht-Hamburger. Und die schmeißen die, glaube ich, selbstgemachten Schnitzel in die Fritteur. Und dann schauen wir gleich mal, ob das Ding hier was kann. 4,80 Euro kostet das Ding vom Imbiss um die Ecke. Wiegt allerdings auch ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, da kommen ja noch viele Sachen dazu. So, wir fangen mal direkt an. Und ich würde sagen, die Billigheimer an die Front. Denn das Schöne an diesen Billigheimern hier ist, dass man sie, glaube ich, erstmal kalt essen kann. Das ist nämlich so für die Ewigkeit gemacht. Ich habe die selber noch nicht gegessen, aber ich habe so manch armen Kollegen hier schon seinen Mittagstisch an eben jenen Schnitzeln, um genau zu sein, Steffen, Kamerasteffen, der hat schon manches Mal diese Variante hier gegessen. Die ist, glaube ich, so ein bisschen so gaumenpappig. Soll heißen, die Panade legt sich
kann sich nicht entscheiden, ob sie am Schnitzel kleben bleiben möchte oder vielleicht doch lieber in eurem Gaumendach eine neue Heimat findet, werden wir heute rauskriegen, zumindest wenn man es kalt isst. Die kann man im Backofen und in der Pfanne machen. Und das gilt natürlich dann auch für die Penny-Variante. Da würde ich sagen, probieren wir jetzt mal beides. Beide werden 4 bis 6 Minuten gebraten. Gut, dass ich den Herd schon mal angeschaltet habe hier. Aus dem Hause Billigheimer und Söhne. Hier mal wieder so ein Trash-Produkt. Garantiert nicht gesäubert und garantiert auch viel zu klein. Das ist das... Gott. Okay, ich versuche mal damit klarzukommen. Und gleichzeitig tue ich 2 Schnitzel auch in den Backofen, um da natürlich zu gucken... Ob es, ich krieg schon richtig Hunger jetzt gerade, ob es da irgendwie ein alternatives Ergebnis gibt, was relevant ist. Wo ist meine Uhr? Die ist hier, obwohl wir können auch den Ofen einfach benutzen. So, jetzt erstmal einen. Ah, das ist. Stellt euch, macht die Augen zu. Es gibt 2 Möglichkeiten. Die, die dieses Produkt kennen, werden sagen, ja, das ist doch ganz klar, das ist das gut und günstig Schweineschnitzel, was gerade frisch aus der Verpackung gemacht wurde. Wenn ihr aber jetzt die Augen zumacht und das Geräusch nicht hören würdet, und ihr würdet mit folgendem Gruß quasi eingeführt in das Thema. Schatz, ich hab gepupst. Ich glaube, die Hälfte von euch würde es glauben. Also Pranks. Hm, guck mal hier, das ist ein ordentlicher Fleischhump. Das ist jetzt die Penny-Variante. Penny kommt nach, nee, das ist die Edeka-Variante. Die kommt nach links. Vielleicht kommen die eh aus derselben Manufaktur. Das gucken wir uns gleich mal an. Und das ist jetzt die Variante von Penny. Schaut euch das mal an. Also sie könnten quasi aus einem Schnitzellager stammen. Das ist gar nicht mal so einfach. Das sind beide so ein bisschen bollerig, also nicht ganz flach geklopft. Vielleicht kann man das hier, ich gehe jetzt mal in die Close, kann man das hier gerade besser sehen? So, nee, kann man nicht. Da, guck mal hier. Da, Flachheim. Oh, also sind beide schon ordentliche Kavenzmänner. Normalerweise müssen die ja knusperdünn geklopft sein, finde ich zumindest. Und jetzt merke ich mir das nochmal. Das hier war der Boller, der ist auch gleich größer, von Edeka. Und das war der von Penny. So, beide gehen jetzt laut Zubereitungshinweis für 10 Minuten in den Backofen. Oh, da muss man es jetzt noch ein bisschen sputen hier. Jetzt werden wir wieder nicht, gar nicht fertig mit der Sendung. Ich verquatsche mich hier wieder. So, ab in den geilen Edelheimer Grillmarke. Verbrenn mich nicht. Und 10 Minuten sind eingestellt. 200 Grad sind auch schon vorgeheizt. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir in 10 Minuten ein Produkt bekommen, was den hohen Anforderungen gerecht wird. Parallel brate ich jetzt hier mit normalem Pflanzenöl. Normalerweise macht man das ja so mit Schweineschmalz oder mit Butterschmalz. Ich persönlich bevorzuge Butterschmalz. Aber ich will natürlich den unverfälschten Geschmack hier haben. Und der soll nicht von einem köstlichen Butteraroma im Zweifelsfall sich quasi die Punkte erschmeicheln. Das wollen wir natürlich an dieser Stelle nicht. So. Ach, da ist noch so ein Äumel drin. Warte, ich muss kurz hier mal den Boller rausziehen. Ja, Pflanzenöl, ne? Was erwartest du? So, und ganz wichtig dabei ist natürlich, jetzt sagen die allen, oh Gott, nimmt er viel, nimmt er viel, nimmt er viel. Das muss richtig viel sein. Also ein Schnitzel, das ist ja quasi, ups, ein Wiener Schnitzel, oder ein Schnitzel Wiener Art, ich bin erstmal großzügig, muss ja so ein bisschen eher im Bratfett richtig schwimmen, damit das von allen Seiten sozusagen gleichmäßig benetzt wird. Wer hier mit geizigem Fett vor sich geht, der wird kein zufriedenstellendes Ergebnis kriegen, sondern wahrscheinlich so, dieses, wie so ein bisschen wie so ein, stellt euch einen braunen Ozean vor, auf dem hier, das ist der Panadenozean, auf dem schwarze Inselchen sich dann bilden, wenn man mit zu wenig Fett arbeitet, weil dann natürlich nur die Auflagestellen, gerade hier an dieser etwas kraterhaften Oberflächenstruktur gut zu sehen. Nur die rausragenden Krater werden dann natürlich vom Geizfett benetzt und entsprechend auch geschwärzt. Der Rest, der guckt in die Röhre. Und das wollen wir nicht. Also. Ja. Kommt ein bisschen verspätet jetzt hier rein. Das andere nehme ich natürlich jetzt hier angemessenerweise. Schön, das ganze Studio wird wieder stinken hier. Das ist jetzt hier der. Auch hier mache ich das gleiche Spiel, ne, umgekehrtes Spiel. Das kleine, der kleine Lumpen kommt von Heat and Eat. Der große Boy, das ist die Variante. Und jetzt sieht man das ja auch schon ganz gut, dass die Herdplatte zu klein ist und die Pfanne nicht richtig ihre Hitze verteilt. Verdammte Hecke. Aber egal, beides schmurzelt sich jetzt hier schon ein bisschen vor sich hin. Ich nutze die Gelegenheit, um jetzt erstmal, weil ich habe unglaublichen Appetit jetzt bekommen. Und will ich mir nicht direkt vom ersten Billo-Schnitzel komplett verleiden lassen. Hier, das ist jetzt hier die Grillvariante. Sieht aber auch so ein bisschen aus wie, es sieht ein bisschen aus wie, das muss ich jetzt mal sagen an dieser Stelle, wie aus der Industrie. Das ist so perfekt geformt. Aber gut.
Also, Zitrone haben wir natürlich auch am Start, aber für den Vergleich wollen wir das Ganze erstmal testen ohne Zitrone. Habe ich jetzt echt Appetit, also habe ich echt am meisten Bock drauf, muss ich sagen. Ja, und das kennt ihr vielleicht auch so, die Angst beim Schnitzel isst gerne mit. Das heißt, man weiß nicht so genau, was sich da alles in diesem plattgeklopften Fleisch noch gewehrt hat gegen den Plattklopfhammer. Vielleicht ist es ja auch nur Pressfleisch, das werden wir gleich rausfinden. Ich werde natürlich mal drauf schauen, ob das wirklich gewachsen ist oder ob das einfach zusammengeklopptes Zeugs ist, was eher dann so einem Hackbrett klar, nahe kommt. Und wenn zu viel Grauanteil im Fleisch ist, mag ich persönlich das auch nicht. Das sieht aber schon mal, das sieht schon mal ganz gut aus. Da, so. Wenn der Weißabgleich einigermaßen stimmt, dann ist das so eine Shade of White, sag ich jetzt mal. Das ist aber sehr salzig. Sehr salzig. Gaumenzart. Nochmal ein Stück nehmen. Und wieder zusammengefügt. Ich glaube, es ist schon ein bisschen verdächtig. Mir auf jeden Fall zu salzig. Ich lösche es mal ein bisschen ab. Mit einem Stück Zitrone. Und dann gucken wir uns gleich mal den ersten Bratstand an. 4 bis 6 Minuten steht hier. Also auf der Verpackung der Schnitzel. Also es ist jetzt ein völlig normales, unspektakuläres, aber ordentliches Imbisschnitzel. Man sieht keine Fettkante. Es ist aus, ich bin jetzt kein Experte, aber ich schätze mal, das sieht nicht wirklich, das sieht also jetzt semi-gewachsen aus. Das sieht eher aus, als ob das alles zusammengeklöppelt ist. Schmeckt auch so. Aber ich habe jetzt keinen großen Fettrand, ich habe keine Knorpelangst. Würde ich mich jetzt so durchbeißen, sogar vor diesem Zipfel hier, ne? Da hat man manchmal so ein bisschen Angst davor, weil das wirkt wie so ein rangeklatschter Flatschen. Der unter Umständen, hier könnte es jetzt grau werden. Nee, ist auch nicht grau. Todesmutig wage ich mich jetzt hinein. Das ist ja quasi so ein bisschen der Wurmfortsatz, den man eigentlich vielleicht gar nicht braucht oder haben will. Hier könnte es jetzt nochmal knorpelig werden. Aber für euch. Ne, wahrscheinlich wollen sie mir hier vorgaukeln, dass das Ganze tatsächlich so ein gewachsenes Schmetterlingsstück und händisch geklöppelt. Die Panade, das sieht man ja auch, die klebt natürlich super knall-hardcore-mäßig hier an dem Schnitzel. Normalerweise sollte das so eine leicht luffige Konsistenz haben, dass das so ein bisschen so eine Blasenbildung in der Panade hat. Aber hier ist es einfach dran gequetscht. Das ist bestimmt so ein Schnitzel aus dem Hause. Guck mal, ist hier genau richtig. Hier drehen wir das Ganze jetzt mal um. Aus dem Hause Industrie und nicht selber gemacht. Aber okay. Am Ende des Tages ist ja die Geschmacksfrage die wir hier beantworten wollen und nicht zwingend das Ganze nur nach ethischen Gesichtspunkten beurteilen. So, ich nutze die Gelegenheit, lunze hier mal rein, es sieht gut aus, hier haben wir noch ein paar Minütchen Zeit. Ich gucke mal kurz drauf, was uns denn da jetzt gleich erwartet bei den billig gekühlten Varianten, die natürlich eben nicht tiefgefroren sind, die sind schon durchgegart, die kannst du auch so essen. Hier ist die Heat-and-Eat-Variante, das sind die kleineren Lumpen. Die bestehen zu 80% aus Schweinefleisch und zum restlichen Teil aus Panade. Wiederum Gewürze noch dabei und so weiter und so fort. 80% Schweinefleisch. Mal gucken, ob gut und günstig das toppen oder unterbieten kann. Ebenfalls 80% Schweinefleischanteil und von der Kalorienangabe kommen beide. Also ich dachte, 160 Kalorien auf 100 Gramm, das 172 Kalorien. Also macht den Kohl nicht fett. Ist jetzt beides kein Schlankheit, hier komme ich, Gericht, aber gut. Die sind jetzt bestimmt auch schon, ich meine, durchgegart sind sie natürlich eh, weil sie ja, wie gesagt, auch für den Wandertagverzehr in kalter Form geeignet sind. Packe ich das jetzt erstmal hin. Das war jetzt der Lütten. Ich packe das einfach wieder in die Verpackung. Das war der Lüttenboy. Ich glaube, hier kann ich. Und dann kann ich den mit der auch schon mal wechseln.
beziehungsweise nutze die Gelegenheit, um mal kurz zu schauen, wie denn, da bin ich ja besonders gespannt drauf, auf dieses feine Landmannschnitzel, das ist ja schon sehr kostspielig. Hm, hier ist, glaube ich, auch tatsächlich nur ein Boy drin hier, ne? Ach, schau dir das mal an. Das ist interessant. Hier ist der Schweinefleischanteil schon mal viel, viel niedriger. Aber es ist ein Schweineschnitzel aus dem Schweinelachs geschnitten, flüssig gewürzt, paniert, vorgebraten, tiefgekühlt. Soll heißen, das ist auf jeden Fall nicht zusammengeklöppelt. Hier steht es nämlich nicht exakt drauf, aber ich gehe mal davon aus, dass es der Fall ist. Wir bei Iglo verwenden für unsere feinen Landschnitzel ausschließlich Schweinefleisch, welches zu 100% aus deutschen Betrieben stammt. Die feinen Landschnitzel werden nach Wiener Art bewusst, jetzt hier, ne? Bewusst in Österreich zubereitet für einen echten Schnitzelgenuss, den man schmeckt. Also Schnitzel Wiener Art in Deutschland, also warum bereitet ihr das zu? Doch nur, damit ihr es hinten drauf schreiben könnt. Da sind aber auch zwei drin. Mhm. Schauen wir mal hier. Zwei, ach guck mal, hier sehe ich aber das, ne, das ist so ein bisschen, das ist glaube ich jetzt lässt tatsächlich auf das original geschnittene Schnitzel Rückschlussfolgerung zu, denn das ist dieser Schmetterlingsschnitt, ne? Das ist so in der Mitte durch und hier ist noch so ein bisschen dieser Wurmfortsatz, der hier aber deutlich organischer und weniger wie so eine unmotivierte Dreingabe ausschaut. Ich packe jetzt erstmal eins, die könnte man wahrscheinlich auch im Backofen machen. Ja. Kloppen wir gleich mal hinter rein, aber das kommt erstmal in die Pfanne, denn die hier sind jetzt fertig. Dann haben wir direkt das nächste Ding in der Mache. Und jetzt geht es erstmal hier an die Pfannenzubereitung. Natürlich dadurch, hier ist aber auch direkt fertig geworden. Das ist gut, vielleicht sollte man dann sich jetzt auch die Mühe machen, doch mal direkt zwei Teller zu benutzen. Und wenn jetzt irgendjemand hier in der Regie ist, der sagt, boah, ich hätte auch Bock auf Schnitzel, der hier mitverkosten will, wir müssen ihn ein bisschen auf die Tube drücken. Sonst zieht sich das hier alles wie Kaugummi. Ich lass mal vorsichtig gleiten. Den lassen wir jetzt mal da ordentlich wursteln. Und, ach Gott, ist das eine Scheiße, wenn man keinen Platz hat. Und die sind jetzt auch durchgewärmt. Mann, ich bin auch zu faul aufzustehen. Das kommt immer erschwerend hinzu. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist jetzt, was hatte ich noch mal gesagt? Rechts war, stimmt, links war, stimmt auch. Jetzt bin ich wirklich sehr, sehr, sehr neugierig. Ich könnte aber hier mal direkt, das wird jetzt erstmal aufgeschoben. Wir haben auch nicht den ganzen Tag Zeit hier. Wieso ist das, hallo, du Dulleck, kannst du mal hier ein bisschen, ist das Kackding schon ausgegangen oder was? Hier brutzelt nichts. Jetzt saugt sich das Scheißding doch mit Fett voll. Okay, eins nach dem anderen. Gut, eins nach dem anderen. Ich werde schon wieder unpräzise hier in lauter Fress hier. Variante 1. Hier sind die gut und günstig Varianten. Nein. Kommando zurück. Heat and Eat von Paddy. Pfanne. Backofen. So, erstmal in die Pfanne. Oh, das schneidet sich schon deutlich aufwendiger. Das ist jetzt hier aus dem, das ist sozusagen Graufleisch, nenne ich es jetzt mal. Nicht so meins. Das schmeckt so ein bisschen. Schmeckt wie so ein. Als ob Oma ihre Plinteneinlage in der Küche hat liegen lassen. Das ist jetzt die Variante vom Backofen. Mal gucken. Das ist so ein Angstschnitzel. Da hast du echt das Gefühl, dass so ein irgend so ein Trittbrettfahrer sich ins Fleisch gemogelt hat
um dir im Gaumen irgendwie mehr Arbeit zu machen. Ist. Nee. Muss ich erst mal sagen. Das ist das, was ich meine. Jetzt habe ich da so einen Zungenlasso gerade habe ich drauf gebissen. Auch bekannt als Sehne. Ah, nee. Das ist eklig, konnte man jetzt auch nicht sehen. Aber ich guck, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Kamera das gut einfangen kann. Da ist es relativ viel Vielfalt. Ne? Also das ist so wieder so ein Abenteuerschnitzel, wie ich es, glaube ich, schon mal gesagt habe. Du weißt nicht, was hinter der nächsten Ecke fleischtechnisch auf dich wartet. Ist jetzt nicht so meins. Würde ich jetzt. Nee. Ich sage jetzt einfach mal am falschen Ende gespart. Wer gerne knuspert, wer gerne kaut, wer gerne auf Widerstand trifft, wenn er mit dem Mahlwerkzeug im Mund hantiert, der mag hier vielleicht glücklich werden. Für mich persönlich ist es zu viel Abenteuer. Da bin ich doch nur eher der Filetesser. Ja, so. Packe ich jetzt mal hier hinten, weil da gerade Platz ist. Wir machen weiter mit dem Direktkonkurrenten. Mehr Fleisch für im Verhältnis weniger Geld. Also etwas größere Brocken bei gleichem Fleischanteil. Wir hatten ja gesagt, beide haben 80%. Hier einmal gut und günstig aus der Pfanne. Ich bin jetzt ein bisschen natürlich getriggert. Das ist ähnlich grau, nicht ganz so grau, ein bisschen weißer. Hat auf jeden Fall mehr Fett aufgenommen. Und warum dieses Scheißding hier nicht volle Kanne ballert. Also. Wenn der Lüttengrill ein bisschen zu großzügig mit dem Salz umgeht oder der industrielle Zulieferer, könnte ich hier vielleicht ein bisschen mehr ran. Aber gut, das ist natürlich auch der Punkt, dass man sagt, nee. Ach, guck mal hier. Das sieht jetzt noch mal ein bisschen besser aus. Hm. Also bei dem würde ich jetzt sagen, wenn ihr die Wahl habt, das Ganze ein wenig fettschonender im Backofen zu machen oder in der Pfanne, würde ich definitiv sagen, hier kann man guten Gewissens den Backofen bemühen. Das macht geschmacklich jetzt keinen großen Unterschied. Ist jetzt weder besonders viel trockener oder unsaftiger. Auch hier natürlich wälzt sich nichts. Die Wellen, die wir hier sehen, das sind eher Wellen, die sich durch die unebene Fleischoberfläche bieten. Aber nicht dadurch, dass man hier mit der Panierung so professionell umgegangen wäre. Also wenn ich mich entscheiden müsste jetzt, würde ich auf jeden Fall diese Variante bevorzugen. Allerdings kann das natürlich auch Glück sein, denn wie gesagt, manchmal ist Schnitzel auch so ein bisschen so ein Glücksspiel. Das muss ja nicht sein. Also für mich zumindest nicht. Ich schmeiß jetzt hier mal die zweite Pfanne an, auch wenn das alles hier wieder filmschige Englisch. Ich weiß ja nicht mal. Ach Gott, ey. Hatte niemand geputzt, diesen scheiß Wichs-Piss-Doppelherd-Kackbau. Da sind nicht mal mehr die Zahlen erkennbar. Das muss ich echt adaptieren wie so bei so einem schlechten Resident Evil-Rätsel. Hier sind die Zahlen so, dann musst du nach da drehen und dann wird das hier irgendwann hoffentlich auch heiß. Nee. Muss ich jetzt nicht haben. Ich weiß nicht, ob Kollege Krugmann oder Kollege Andreas, ob die hier schon in der Nähe sind. Ihr könnt gerne euch sonst ins Studio gesellen und an meiner Schnitzeltestung teilhaben. Da setze ich jetzt sehr große Hoffnung rein, denn der Preis verlangt natürlich jetzt auch Premium-Qualität. Und wenn Captain Iglo, die ja eigentlich eher auf den sieben Weltmeeren unterwegs sind, wenn die jetzt schon sagen, wir steigen im großen Stil ins Schnitzelgeschäft ein, dann können die natürlich Jahre später nicht einfach mit irgendeinem dahergeworfenen Stück Kackfleisch irgendwie ihren Einstand machen. Dann muss das auch schon wohlschmeckend und mit einem Twist sein. Ne? Sag ich jetzt mal. So, wir machen weiter mit den kleinen Schnitzeln. Wir haben schneller kaum Zeit. Das schauen wir mal so hier. Das sind die kleinen, ne? Das sind so diese Zwergen. Das ist entweder gut vom Reste, alle aber verschiedene Formen. Also ich erkenne jetzt hier beim spontan rausnehmen nicht so die drei Standardformen, wie man sie bei Chicken Nuggets gerne mal hat. Das ist jetzt, ich nehme mal zum Beweis noch einen vierten Lümmel raus. Ja, das sind wahrscheinlich panierte, gewälzte Fleischreste, die sich hier wiederfinden. Kann man im Backofen machen. Ich mache jetzt mal eins in den Backofen. Minischnitzel. Dauert eh noch seine Zeit. Und eins kommt einfach mal hier tiefgefroren in die Pfanne. Hier tut sich mittlerweile auch etwas. Ja, das ist auch genau das Geräusch, was man mag. Das Geräusch vom brutzelnden Fett.
Guck mal, ob das akustisch rüberkommt hier. Hört euch das mal an. Mach die Augen zu, falls es spritzt. Ne, das klingt gut. Das klingt, als ob Mutter ist in der Küche und niemand will sie stören. Und 20 Minuten später ruft sie. Und alle tun ganz überrascht, was? Du hast gekocht und dann auch noch gut? Mein Gott, ist das schön, dafür sind wir dir ewig dankbar. Wir werden heute den Abwasch bereinigen und natürlich auch den Müll rausbringen und immer lieb sein. Und ihr wisst, in dem Moment ist irgendwas in eurer Mutter zerbrochen. Weil sie weiß, ihr seid genauso schlechte Kinder wie alle anderen. Es ist nie so passiert, aber es könnte so passieren. So, ist die Pfanne heiß natürlich nicht, weil man hier mit Billigheimer und Söhne scheiße arbeiten muss. Es ist da irgendwie eine Schmockpanade drin. Egal. Ja. Hier tut sich aber schon einiges in der Schnitzelfront. Und das gefällt mir. Hier sieht auch, ja, guck mal hier, ne? Das Fett, das umspielt jetzt hier auch schon so ein bisschen den Panadenexpress. Und sorgt für diese. Hier, das meine ich mit dieser, ne? Das ist professionell paniert. Das ist genau das, was man haben möchte. Also sicherlich war da nicht jetzt irgendwie Oma Erna bei Iglo in der Fabrik in Österreich. Natürlich in Österreich, hat das da irgendwie produziert. Aber es sieht zumindest schon mal deutlich besser aus als die Billo-Variante. Aber der Preis muss sich ja irgendwo auch niederschlagen. So, machen wir doch direkt mal hier die Fosco-Variante parallel in einer Pfanne. Die ist natürlich noch nicht heiß genug. Ich glaube, diese Pseudo-Edel-Dinger, also ich hoffe, sie sind so. Die hauen wir alle mal direkt in eine Pfanne. Ach, guck mal, hier an der Farbfront tut sich da schon einiges. Das sieht so ein bisschen aus, als ob die ihre Lieferung vom Lippengrill irgendwie umgesteuert haben, um das in den Supermarkt zu bringen. Ha, das könnte, also, das schauen wir doch gleich mal. Das schauen wir doch gleich mal, was da die Zubereitung macht. Also das, das sieht schon, ich sage euch, Freunde, dieses Iglo-Ding, das hat auf den ersten Blick zumindest das, was man so Schnitzelqualität, so wie man sich das erwartet, wenn man da ein bisschen Kohle in die Hand nimmt. Das ist aber ein richtiger Bollerbrocken hier. Also auch nicht mega flach geklöppelt, aber ordentlicher. Guckt euch das mal an hier. Das könnte auch so ein Littengrill-Fritteusenboy sein. Schauen wir mal. Rein damit erstmal wieder zurück. Ist auch XXL, also das ist vielleicht für Supermarktfreunde XXL. Aber jeder, der schon mal bei Oma Kleinmann in Köln, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr mal gut Schnitzel essen wollt in Köln, geht zu Oma Kleinmann an der Zülpicher Straße. Die haben erstmal sehr leckere Schnitzel. Riesenportionen, die haben eine phänomenale Jägersoße. Die Jägersoße bei Oma Kleinmann. Das ist ein Grund, hier wieder wegzuziehen. Weil ich habe ja auch schon einige gute gegessen. Zum Beispiel bei Frau Möller habe ich letztens mal Schnitzel gegessen. Das war sehr lecker. Aber die haben sie nicht ganz erreicht. Muss ich leider an dieser Stelle. Muss ich mich mal outen. So, jetzt wird das Ganze mal gewendet. Ah, aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Vielleicht den Tiefkühl. Ja, das ist noch ein bisschen früh. Ist noch ein bisschen schüchtern. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Na, hier auch da die Blasenbildung. Also ich habe große Erwartungen. Props gehen dann nach Österreich. Und diese Pfanne könnte mittlerweile auch so heiß sein, dass ich hier mal den Kollegen vorsichtig ins Brat vertiefe. Ja, schaut euch da an. Da ist auch schon hier Rush Hour auf der Brutzelstraße hier. Da, ne? Wird emsig umspülen die Fettschmocken, umspülen die Panade des Schnitzels und sorgen dafür, dass das Ganze hoffentlich köstlich auf den Punkt gegart nachher auf dem Teller landet. Ich esse jetzt noch mal ein Stück vom, nur für den Vergleich, Lütten. Kannst du essen? Muss man nicht. Ich würde sagen, ich nutze die Gelegenheit, um jetzt hier schon mal den potenziellen König der heutigen Verkostung aus der Packung zu nehmen. Das Wiener Kalbsschnitzel aus der Kalbsoberschale, geschnitten, flüssig gewürzt und paniert, tiefgefroren. Und jetzt kommt der Knaller. 25% österreichische Semmelbrösel-Panade mit Vollei. Das ist nicht irgendwo dahergelaufen, aus Deutschland. Nee, das ist Semmelbrösel-Panade aus Österreich. Das soll ja wohl gut sein. 75% Fleischanteil haben wir. Der Rest ist, ja, anderes Zeug, ne? Das Endprodukt hat dann wohl 70% Kalbsfleisch. Ja.
Ich guck noch mal ganz kurz bei den Kollegen. Kollegen vom Fischerkahn. Da haben wir, ja, das waren die 68%. Das war ein bisschen wenig, aber das soll ja nichts bedeuten. Die 80%, die in dem Billigheimer waren, die haben ja auch nicht wirklich zu einem besseren Geschmackserlebnis geführt. Insofern sind wir da mit dem Kritikfinger mal ein wenig vorsichtig. So. Ja, schaut euch das mal an. Hier haben wir aber auch wieder, sieht man schon direkt am Erstergebnis, auch wieder den Schmetterlingsschnitt. Da, ne, hier, da. Da wurde das aufgezwirbelt und auseinandergeklappt. Wie so ein, das sieht so aus wie so ein Schnitt, so ein Schnitt durchs Hirn. Also so, ne? Dass man denkt, linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte und man weiß nicht, welche besser ist. So, das holen wir doch schon mal raus hier. Obwohl, ich nehme mal den ohne den Zipfel. Ich nehme mal den hier, den Langheimer. Da bin ich sehr gespannt. Und ich würde sagen, der Iglo, der Freund Iglo ist jetzt auch fertig. Wird entsprechend jetzt auf den Teller gehievt. Ah, der ist auch schön vorgewärmt von dem heißen Ofen. Jetzt bin ich mal gespannt. Und dafür wandert dann gleich alternativ. Ja, oh, das sieht gut aus. Natürlich sieht man jetzt auch schon ein bisschen, aber das bin ich jetzt zu faul, das zu wechseln. Ach komm, scheiß aufs Fett. Man sieht ein wenig auch schon, deswegen muss man ja, wenn man zu Hause Schnitzel macht und es nicht zu doll andrückt, da muss man ja ab und zu auch mal das Fett wechseln, wenn man so eine Schnitzelstraße hat. Weil es sonst natürlich irgendwann verbrennt. Also das sieht dann optisch nicht mehr so schön aus, aber ich habe jetzt keine Zeit hier, das Ganze noch. Hier die Pfanne jetzt nochmal zu säubern, das wollte ich sagen. Hier auch nochmal sicherheitshalber. Ja. Das ist schon sehr, ich bin mal gespannt auf den Geschmack. Meine Vermutung ist ja, dass das dem Lüttengrill sehr nahe kommt. Das ist die eine große Schnitzelmanufaktur. Wo ist denn Fosco überhaupt? Um da vielleicht schon mal Spurensuche zu machen. Ja. Ja. In Ostbevern. In 48343. Das ist doch so NRW irgendwo, ne? Ein vielseitiges Angebot raffinierter Tiefkühlspezialitäten. Mhm. Da bin ich mal gespannt auf die Raffinesse. Jetzt wird aber erstmal hier das probiert. Jetzt habe ich schon von der Zitrone gar nichts mehr genommen. Also, wir erinnern uns nochmal. Hat den geringsten Fleischanteil von allen Produkten, dieses Iglo-Produkt. Hat einen relativ hohen Preis. Für zwei Schnitzel bezahlen wir 350 Gramm zwischen 4 Euro und 4,50 Euro. Und jetzt muss es sich natürlich im Geschmackstest bewähren. Ist auf jeden Fall so richtig schön platt. Ne? Das ist schon mal schön. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Es ist relativ, also kein Vergleich von der Würzung, es ist relativ sanft gewürzt. Relativ. Mhm. Mhm. Es ist heiß. Mhm. Die Panade. Verabschiedet sich auch im Mund mit so einem leichten Zungenschwung vom Fleisch, aber findet eben nicht, wie bei der kalten Variante hiervon, findet nicht am Gaumendach ein unfreiwilliges Heim, sondern vermauschelt sich gut. Das ist lecker. Da kann man nichts sagen. Es ist ordentlich. Das schmeckt jetzt auch nicht zu irgendwie überwürzt oder sonstiges. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Da muss ich mal ein bisschen gucken, dass mir der Boy hier nicht verbrennt. Ja. Ich glaube, vorgegart sind die sowieso alle. Also da tut sich jetzt nicht mehr viel. Ich kann aber schon mal hier das direkt rausnehmen. Ich glaube, das ist ja auch gut. Ah, ist das schön. Ich komme mir vor wie so ein Imbissbetreiber. Das wäre auch ein geiler Job. Aber eigentlich nur deswegen, weil ich immer als Kind es geliebt habe, in Imbissbuden, Imbissbuden mit diesen Mayo-Pumptöpfen zu haben, falls ihr die noch kennt.
Das ist ja mittlerweile auch eingespart, gerade in vielen Dönerläden und so. Da machen die das gar nicht mehr. Aber in der guten alten Pommesbude, da gibt's ja nicht irgendwie so eine Standardmayo, die jeder im Supermarkt kaufen kann, sondern da gab's immer die dann vom Zulieferer in diesen großen Pötten mit diesem Pumper. Und es war immer am schönsten, wenn richtig lang gepumpt wurde, bis quasi die gesamte Pommes überzogen war mit Mayo. Und das war dann immer so ein Falschgeiz, wenn du so denkst, bitte, bitte, die eine, die man dann vielleicht schon kennt, die pumpt nur dreimal, die andere pumpt viermal. Dann hast du ein deutlich überzeugenderes Mayonnaise-Ergebnis auf dem Teller. Köstlich. Oh, da werden schöne Erinnerungen an Kupferspieße-Lippenbüren. Kupferspieße-Lippenbüren am Püsselbürner Damm. Das war eine der schönsten Pommesbuden. Bis er die Portion kleiner gemacht hat und die Preise erhöht hat. Dann ging es bergab. Und gibt's Kupferspieß noch? Nein. Das wissen wir auch, warum. So, jetzt ist hier auch die Backofen-Alternative von dem Mini-Schnitzel fertig. Zumindest ja, schauen wir uns das doch nochmal an. Hier nochmal einmal. Also das sind jetzt Mini-Schnitzel versus Mini-Schnitzel. Das kommt einmal hier drauf. Das feine Landschnitzel, was mir viel Freude gemacht hat bisher. Ah, hier könnte ich den... Ah, komm, das ist jetzt... Das ist aber echt so ein Brett. Okay, okay, ein bisschen Brett, weil es auch an mir liegt. Hier werde ich jetzt schon mal einmal, das ist aber schon, ne, man sieht es schon, es walkt sich schon so ein wenig. Hier haben wir so ein bisschen das Problem, was ich meinte, ich hätte mal das Fett natürlich wechseln können. Die Gourmets werden jetzt eh sagen, oh, das hat jetzt ja wahrscheinlich jeden Geschmack und diesen Geschmack schon angenommen. Ist aber nicht weiter dramatisch. Gut, es wird anscheinend niemand zum Verkosten kommen. Das kann natürlich daran liegen, dass die Produkte hier nicht den hohen Ansprüchen unseres Teams genügen, aber gut. Vielleicht haben sie auch einfach schon gegessen. Nee, erstmal ohne Zitrone. Also, die etwas trocken reinschauende Variante hier, das ist einmal wieder Captain Backofen. Das ist die Variante ohne zusätzliche Fettbeigabe. Die schmeckt. Ha, das. Oh! Ach Gott. Guck hier, kannst du das. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt, aber da habe ich schon echt jetzt gar keinen Bock, das zu probieren. Was das ist, wo da wieder zwischen irgendwie so galertartiges Zeug da irgendwie. Och Leute, nee, komm, das probiere ich gar nicht mehr. Ich kriege jetzt schon schlechte Laune. Und hier. Ja, ne? Gleiches Schnitzel, also gleiches Produkt, aber anderes Schnitzel. Sieht, kommt nicht so richtig rüber. Aber das sieht deutlich besser aus. Aber das sieht natürlich jetzt an dem Stück Fleisch, das ich hier habe. Das ist so Kindergeburtstag. Warum hat Ralf das leckere Schnitzel? Ja. Kann man essen. Ja. Ist aber auch. Aber sagen wir mal. Ja. Es schmeckt schon recht schnitzelig. Aber es schmeckt so ein bisschen schnitzelig wie. Ja. Kann man machen. Also ich weiß halt, wo gespart wird. Ne? Jetzt mal schnell aber diesen Boy hier rausnehmen jetzt endlich. Ja, 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 hör auf zu brutzeln. Ah ja, ist doch gut! So, also das hier, wo ist die Verpackung? Also das da, das wurde mir versprochen. Eine weiß übersichtliche Fleischform. Das da, haben sie mir versprochen. Was haben sie mir gegeben hier? Das. Das habe ich bekommen. Da. Captain Grauheimer und seine und die Gelee-Crew. Das ist doch. Nee, da will ich. Nee, wirklich nicht. Will ich nicht reinbeißen. Habe ich keinen Bock drauf. Soll einer von den Praktikanten hier essen. So, jetzt aber mal hier. Jetzt probieren wir das hier nochmal. Das war jetzt die Variante von Fosco. Wie hieß das nochmal? Qualität raffiniert. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Raffiniert soll es schmecken. Wenn ich es zu sehr durchgebraten habe, was ich garantiert getan habe, tut mir das schon mal leid. Ja, aber es ist dann deutlich ein weißeres Fleischbild, zeigt sich im Inneren beim ersten Anschnitt. Das ist schon mal nicht schlecht. Cap Krogmann, sehr gut. Er wurde angelockt vom reichhaltigen Fritteusen- und Fleischgeruch hier. Mmh. So, probieren wir mal. Das riecht aber gut bei dir, Colin. Mm. Hallo, Meisterkoch. Schön, dich zu sehen. Ne? Oh, komm, komm mal, lass rücken. Nimm mir einen Stuhl am besten. Was hast du denn hier Feines? Ich hab diverse Schnitzel. Hammer, ich nehme mir hier so einen Stuhl. Wo ist denn da hinten? Ich hab ein bisschen das Gefühl, dass die eine Herdplatte einfach eine Kackotze ist. Ja, du brauchst eine enorme Hitze eigentlich, ne? Ja. Das ist dir klar. Ja. Wo soll ich hin? Hier? Willkommen in meiner Welt. Ja, setz dich doch einfach hier. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Platz, weil dann kann ich hier so ein bisschen kredenzen hier.
Du weißt noch, was ist? Also, ja. Du hast den Überblick. Ich weiß noch was. Möchtest du einfach mal was probieren? Gerne, sehr, sehr gerne. Okay, dann gebe ich dir jetzt mal. Ja, sehr abenteuerlich natürlich hier. Hier sieht man mal schon, ne? Das ist diese Frittierqualität. Das habt ihr natürlich schon gesehen. Das ist von allen Seiten quasi gleich gebräunt. Mhm. Da lag nichts irgendwie mehr drauf, das andere ein bisschen luftig. Stimmt, sehr fein. Aber was ist das für eine Schicht zwischen Panade und Fleisch? Sieht sehr verdächtig aus. Also das hier könnte so eine Angstschicht sein. Das ist Gelatine, oder? Fett dran, ne? Ja, ja. Dieser Abstandshalter zur Panade. Das ist aber okay. Aber probier mal. Also okay. Das ist jetzt das Imbiss-Schnitzel, ja? Ja. Ich gebe dir das einfach mal hier einmal rüber. Ja, gerne. Dann nehme ich das hier mal weg. Mhm. Imbiss-Schnitzel heißt, würde ich 4,80 Euro für ein Schnitzel, was ungefähr mal fast doppelt so groß war. Also das kommt vom Lüttengrill, um es noch mal ganz präzise zu sagen. Ich verstehe. Ich nehme ganz Zitrone drauf, ne? Wenn schönes, du willst. Schönes Stück. Ja, Zitrone muss sein. Ja. Aber ist es für einen Test? Ja, ist doch. Ich muss es machen. Ich habe es immer erst einmal neutral und dann habe ich vergessen. Nee. Nee, ich möchte es. Warte mal. Ich muss einmal kurz. Ich zeig's mal euch einmal. Was ist das denn Geiles? Das war das, was wir eben ausgehustet haben. Nee, echt? Das gibt's. Eins wollte ich nicht essen. Nein. Oder konnte ich nicht, ging nicht. Also irgendwie, das war nicht so meins, sag ich jetzt mal. Das ist ein bisschen kalt natürlich, jetzt muss man fairerweise sagen. Ich kann es auch noch mal kurz in den Pfanne werfen. Nee. Ja, hier tut sich ja auch nichts mehr. Das schmeckt genauso, wie ich es erwartet hätte. Schmeckt schnitzelig, die Panade ist okay. Schmeckt ein bisschen butterig. Mhm. Also für ein Imbiss-Schnitzel, ja. Ist jetzt kein Wiener Schnitzel, damit werben sie auch nicht. Nee, nee. Das wird ein Schweineschnitzel sein, genau. Genau. Würde ich essen, macht mich satt. Bin ich zufrieden. Konsistenz ist okay. Aber es ist relativ salzig, ne? Okay, jetzt hatte ich natürlich sofort die Zitrone drauf. Warte, okay, ich mach vielleicht nochmal den. Also so war es eher säuerlich, ne? Ja. Dank der Zitrone. Mhm. Aber ich fühle mich auch sehr gesund. Ja, eigentlich ist ja das Schöne, ne? Dass diese Würze durch die Zitrone ja noch so ein bisschen belöscht oder. Also, das muss ja nicht schlimm sein. Das allererste, was ich probiert habe. Und ich dachte, oh, das ist ja, weißt du, die gehen davon aus, die haben hier ihre Pommes-Fritteuse, ne? Da kommt das Schnitzel da rein, damit man ein bisschen Salz raucht. Ich glaube, wenn du erst eine Pommes isst, dann ist es nicht mehr so salzig. Aber man schmeckt. Pommes sind ja traditionellerweise auch eher so ein Schonkostgericht. Oder wie meinst du das jetzt? Ja, genau. Okay, ne? Gut. Machen wir mal weiter hier. Mhm. Kannst ja einfach mal, oder schneid dir einfach was ab, das ist ein bisschen durcheinander geworden. Das hast du jetzt hier selber gemacht, ja? Nein. Alter, was ist denn das bitte? Das Fleisch, das ist doch schon irgendwie. Was ist denn das? Probier's. Okay. Also auch Schwein, wie eine Art, gleiches Spiel. Ich nehme hier die dunkle Ecke. Ja, es ist sehr dunkel. Wenn du es gerne durchmachst, ich habe es ein bisschen zu lang drin gelassen. Mhm. Es hat so ein bisschen die Konsistenz von so einem vegetarischen Schnitzel. Ja. So ein bisschen. Aber es sieht aber gut kaputt gekloppt aus, ne? So ein bisschen. Oder gewalzt oder verstückelt, ich weiß es nicht. Ja, die Faser ist zerstört, oder? Ja, so wie wir es haben wollen. Zerstört. Probier auch direkt nochmal hier. Mhm. Auch wieder ohne Salz. Ohne Zitrone. Ist, wie gesagt, da muss man fairerweise sagen, ist ein bisschen lang. Das hatte ich auch in der Pfanne gemacht, ja. Oh, ich bin einig. Wir müssen mal länger, das tut mir leid, wir waren ja noch nicht mal hier beim Kalb. Oh, ich bin angetan eigentlich. Also, es ist auf jeden Fall essbar. Mhm. Und es macht hat einen überraschend guten Geschmack. Ja. Ehrlich jetzt? Ja, ich habe auch nichts gesagt. Komm, wir machen mal direkt weiter hier. Das ist einmal. Schicken Nuggets oder das? Nee, das ist Minischnitzel. Quatsch. Doch, ohne Scheiß. Minischnitzel hier einmal aus dem Backofen mhm. und einmal aus. Aus der Pfanne. Mhm. Also gleiches Produkt quasi. Mhm. Brauchen wir nicht den Rechner. Brauchen wir nicht den Rechner. Der ist eh schon voll mit Rotze hier von Colin. Das ist ein bisschen schwierig. Also Backofen kann ich mir nicht vorstellen, dass es schmeckt. Ich probiere es aus. Also Backofen ist echt. Hat schon einen anderen Geruch auch. Es riecht auch so ein bisschen nach Hühnchen. Aber es ist Schwein, ja? Ist Schwein, alles Schwein. Bis auf das hier, das ist Kalb. Aber da ist doch Huhn mit drin, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wollte ich nicht probieren, weil ohne Scheiß das hier, das ist dasselbe, du hast nur von der anderen Seite gebissen. Mhm. Das hat es mir echt verdorben. Was ist denn da passiert? Ja, ich weiß es nicht. Habt ihr das gesehen hier? Ja, also, das ist Weißfleisch, es ist eine Gallertschicht und dann ist Graufleisch. Und das alles auf nur einem Schnitt, auf einer Schnittkante hast du die komplette ganze Schnitzel. Auf der anderen Seite war es ganz okay, ne? Da ist es nicht. Ja, war es okay. Deswegen, das ist immer das Schlimme. Je nachdem, wo du anfängst, das Schnitzel zu essen, negativ getriggert. Wir müssen das angucken. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Guck dir das mal an, was ist da los? Da siehst du hier schon. Was ist denn das, diese Glibberscheiße? Ja, ich weiß es nicht, das ist. Aber das ist nicht so mal. Aber guck mal, das reißt auch nicht, siehst du? Ja, das ist die bewährte Gummiqualität. Hält jeden Wandertag durch. Schauen Sie. Kann man das sehen hier? Da? Es reißt nicht, das Fleisch. Gutes Fleisch muss auch mal. Gutes Fleisch muss auch mal nachgeben. Muss auch mal nachgeben können. Okay, jetzt mal die Bratenversion. Das kann ich jetzt hier auch mal langsam ausmachen.
Naja, es riecht genauso scheiße. Ja, ich meine, es ist eine dasselbe. Es riecht wirklich nach Hühnchen. Wie kann das sein, Colin? Das ist eine sehr gute Frage. Und das Fleisch, das ist doch kein Fleisch. Nee, das will ich, glaube ich, jetzt auch nicht mal probieren. Guck mal, das hat so komische Fasern. Mich hat das auch nicht besonders angemacht. Aber ist egal, wir haben ja noch mehr. Guck mal, du musst ja auch einmal durch. Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen kalt. Das ist jetzt die günstigste Variante. Ist das auch das, was du ausgespuckt hast? Alter. Also du musst es auch nicht essen. Aber auch hier, ne, guck, das ist... Doch, ich will es probieren, auf jeden Fall. Lass mal wieder tauschen. Ja. Oh, es geht hier... Du musst das... Ja. Also das ist jetzt die... Okay, aber jetzt mal 1,99 rein... 1,99 und das ist auch nicht tiefkühlbarer, das ist kühlbar. Also das ist doch... Das ist erstmal, was ist das für eine Farbe? Ja. Ist das Karnevalsschminke? Gott hat nie gewollt, dass Schnitzel so aussehen. Und jetzt, auch hier müssen wir wieder die Panade erstmal abkratzen, um zu sehen, wie ist das Fleisch aufgebaut. Toll. Jetzt habe ich das. Also okay. Dieses Fleisch kannst du, falls es dir aufgefallen ist, kannst du sehr leicht reißen. Das ist auch nur so ein Pressspan zusammengeklatscht. Ne? Das ist, behaupte ich jetzt mal. Ja, muss. Da ist irgendwie Zunge drin und Knochen und Gelenk. Mm. Ne? Und da bin ich eben nicht großer, bin ich kein großer Freund von. Nee, okay. Das, jetzt habe ich hier auch. Wer ist davon Freund? Ey, ganz kleines Stück, mehr traue ich mir nicht. Du hast es auch wirklich runtergeschluckt? Nee. Boah, riecht das ekelhaft. Das schmeckt auch schon so, ne? Das ist dieses, schmeckt so sehr nach Tier. Alter, weiß, das ist, was ist das für ein Geruch? Das ist ja wohl. Das ist ja wohl. Das könnte auch die Nuggetstraße sein. Also es war nicht meins. Das ist doch eine Frikadelle, Mann. Das ist eine Frikadelle, einfach mit roter Farbe überzogen. Also das waren für mich die schlimmsten, muss ich sagen. Also die waren, sind einfach nicht meins. Boah, Alter. Nee, so viel Zitrone kannst du gar nicht kaufen. Nee, also das ist wirklich, das ist am falschen Ende gespart. Ne? Welche Verpackung ist das? Das ist hier Heat and Eat, 1,99 für 250 Gramm Schnitzel. Alter, ey. Es gibt noch die etwas bessere, aber die ist ähnlich hier. Das ist die Alternativvariante von Edeka, gut und günstig. Ja. War ein bisschen besser, 300 Gramm, also war sogar mehr drin zum gleichen Preis. Aber das hier war mein, wenn du willst, kannst du es auch noch probieren. Ansonsten würde ich sagen... Wenn die ähnlich sind, ja, von der Qualität. Pass mal auf, eins habe ich noch für dich hier. Ja. Das ist jetzt spannend, was du davon hältst. Das hier ist speziell, ey, Alter. Ich muss. Das war nicht gut, ne? Nee. Moni, hol mich von der Zeche. Nee. Wo ist nicht die Zitrone? Zitrone haben wir noch. Auch reichlich möchte Zitrone haben. Ich brauche neutralen Geschmack. Ich bin gleich am Spucken hier. Ich kann ja auch. Das hier sieht wiederum fein aus, oder? Ha? Also das ist eine schöne Panade. Diese luftigen Stellen, die mag ich gerne. Und das zeichnet auch ein Wirtshaus-Qualitätsschnitzel aus. Absolut. Ne? Die luftigen Blasen. Ich erinnere mich, wir hatten ja schon mal so eine Sendung zum Thema, wo ich das auch sehr gelobt habe. Exakt. Pass auf, ich muss einmal hier so eine kleine Ecke Panade wegkratzen. Mhm. Und jetzt esse ich mal die Panade einmal. Schmeckt gut. So gut Panade. Ist auch relativ sanft, ne? Sanfte ist nicht Panade. So überwürzt, so, sondern ja. Jetzt nehme ich das Fleisch dazu. Auch ohne Panade, selbstverständlich. Auch ohne die Unterschicht natürlich. Aber das Fleisch sieht auch schon wieder voll in Ordnung aus. Mhm. Es ist gleichmäßig gefärbt, was schon mal gut ist. Die Maschine hat funktioniert. Absolut, ich sag, diese Graustellen fand ich immer ganz schlimm. Also, nee, bin ich kein Frau von. Ja, darüber kann man reden. Das ist ein eigener Geschmack, der aber ganz gut ist. Aber es ist ein eigener Geschmack. Das schmeckt auf jeden Fall anders als dieses andere. Was hatte ich eben? Das hast du da. Das hast du relativ von geschwärmt. Das war Imbiss. Imbiss war okay. Hier, aber das fand ich lecker. Schmeckt anders als das. Okay, jetzt mache ich noch einmal direkt den AB-Vergleich. Ja. Aber mit Zitronen haben wir noch Zitronen. Ich bin so faul, sie anzuschneiden. Schneid sie doch mal an. Ich nehme gleich auch noch was. Es schmeckt irgendwie anders. Aber das hier. Wie kann ich das denn beschreiben? Ich muss euch das ja mal mitteilen hier. Mild, auf jeden Fall. Mild, butterig. Ist schon okay. Ich probiere hier noch mal ein Stück von dem hier. Vielleicht musst du die Differenz. Also Fleisch, es schmeckt auch nicht so penetrant nach Fleisch, muss man sagen. Schmeckt wie ein süßes Bonbon. So, pass mal auf, jetzt probiere ich mal den einmal hier noch mit. Den hast du, glaube ich, bisher. Das war mein Favorite. Der ist relativ stramm, ist aber stramm gespackt auch, sag ich mal. Die kennen das. Stramm gespackt. Es ist jetzt kein Abend, also kein. Man sagt, ich würde jetzt nicht sagen, oh, Schnitzel all you can eat. Aber es ist ehrlich simpel. Aber nicht besonders. Ich mach nochmal den hier. Jetzt kommt nochmal das Iglo. Was hier natürlich schöner ist, es ist ein bisschen dünner. Mm. Das ist zarter. Sorry, das ist, ja. Ja, das hat gewonnen. Das ist zarter, dünner. Mhm. Das hatte ich halt als erstes nach dem Imbiss-Stück. Und jetzt muss man aber fairerweise sagen, das hier ist weicher, das ist milder, fällt irgendwie besser
im Mund so auseinander, ist irgendwie angenehm, macht mehr, es macht mehr Spaß, kann genau, man so sagen? Genau, absolut. Es kommt eher so, dass man das Gefühl hat, heute gehen wir mal nicht aus, sondern heute bleiben wir Schnitzel. Und ich habe mir auch zu faul, die Schnitzelstraße zu installieren. Ja, wirklich. Da würde also, ich, komm, jetzt noch diesen kleinen Lappen hier. Und das ist auch dieser Schmetterlingsschnitt, das merkst du da. Das haben die in der Mitte so. Ja, haben sie gut gemacht. Das sieht los. Das ist auch relativ teuer. Das ist das feine Landschnitzel mit dem Qualitätsmerkmal. Das ist in Österreich. Nein. Also das Fleisch kommt, wenn ich es richtig gelesen, mich erinnere, in Deutschland. Das Fleisch kommt aus Deutschland, aber die Zubereitung, die ist natürlich in Österreich. Das ist klar. Selbstverständlich. Das ist halt was Gutes. Captain Iglo, der kennt sich auch. Gute Landburm, die machen das, ne? Jetzt bin ich super gespannt. Jetzt kommt das hier. Das ist das einzige Kalbschnitzel im Test. Ah nein, das ist ein Kalbschnitzel? Ja, das sieht jetzt ein bisschen... Sieht aus wie Backfisch. Ja. Das kann auch an meiner... Ich mache einmal in den Mitten einen Schnitt. Ja. Okay, ist es durch überhaupt? Also, ja. Durch. Also es ist so tot gebraten. Okay, sieht man nicht, aber es ist durch. Aber du siehst hier schon die Faser, ne? Das ist irgendwie ein bisschen noch echter anscheinend. Ja, das habe ich auch gemerkt bei dem Schnitzeltest bei den wir da bei Beans and Rice. Ja. Habe ich auch gemerkt, das war deutlich quietschiger. Also alle hatten ja Rind, aber Rind ist halt Kalb, meine ich. Ja. Ist ja irgendwo auch Rind, ne? Sagt man. Ja, man ist auch so ein bisschen man ist auch so erzogen worden, dass man dieses Pressfleisch auch irgendwie essen mag. Ja gut, also ich zu meiner Kindheit, glaube ich, habe nie in allen Restaurants, wo wir waren und so gut bürgerlich gab, das war immer Schwein. Ja, natürlich. Das war nie ein Alter. Schnitzel. Ach, zu Hause. Aber das kostet, also zwei Stück von diesen Dingern kosten 5,99 €. Oh, das ist ein happiger Preis für ein Tiefkühlprodukt, auf jeden Fall. Ich meine, da kriege ich ja 4 Margarita-Pizzen für, ne? Na, was hat das Eichhörnchen? Also ich finde, erstmal vom Look finde ich es nicht so sexy, muss ich sagen. Nee. Und das ist natürlich, guck mal, das ist jetzt ganz interessanter. Das ist die Waldstraße bestimmt. Das ist die Waldstraße, zeig das doch mal. Ja, das gucken wir uns doch mal an hier, wo du das sagst. Ja. Das hier ist nämlich. Also die Panade schmeckt so ein bisschen, als ob jemand einfach eine Scheibe Brot aufs Fleisch gelegt hat. Hier. Das ist das, was er meint, das sind ja noch die industriellen Walzspuren. Das ist wahrscheinlich einfach, also wahrscheinlich die anderen auch, aber hier sieht man es jetzt besonders deutlich. Also... Natürlich, die Panade ist mega luftig, fluffig, wirft zwar nicht diese Wellen, aber sie löst sich quasi ab, wie so, als ob du so einen menschlichen Schädel auskochst. Es ist vor allem... Masken kann ich nicht machen, oder? Hören Sie. Aber es löst sich zu schnell ab. Ja, also wirklich, genau. Es hat ja gar keine Verbindung eigentlich. Ja, also das ist man fragt sich, wie kann das rein physikalisch... Sehen Sie das? Es fällt die Panade beim Anführen an den Mund heranführen. Da fällt es schon ab. Es hat so eine leichte... Wie soll ich sagen, so eine Flutschqualität. Guck mal, ich flutsche die Scheiße da sofort ab. Guck dir das an. Das kann doch nicht mit echten... Hier, Gulasch. Ich finde es auch einfach nicht so... Es ist geschmacklich. Also man schmeckt schon, dass es natürlich kein Schwein ist. Ja. Aber... Es schmeckt, sind wir ganz fair, es schmeckt nicht schlecht. Ja. Also du kannst es gut essen. Ich finde komisch, dass ich das überhaupt nicht verbinde mit der Panade. Das ist irgendwie... Das muss so eingefettet worden sein vorher. Mhm. Das hat überhaupt keine Bindung mehr. Muss aber sagen... Preis-Leistung stimmt da nicht so richtig. Nee. Weil, wie teuer wäre das hier gewesen? Also nicht deutlich günstiger. Das kann man ab, sagen wir mal, ab 4 Euro, zwei Stück davon. Mhm. Hier. Pass mal auf hier. Also zwei Schnitzel, 350 Gramm, 4 Euro bis 4,50 Euro, je nach Einkaufsgebiet. Mhm. Und das hier, 5,99 €, das habe ich nur, das ist eine Edeka-Eigenmarke. Okay, wer darüber sich beschwert, hat auch echt ein Problem, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Also wer nicht für Fleisch ein bisschen Geld bezahlen kann. Absolut. Aber also ich sag ja mal hier, die beiden Billig-Kompagnons, ja. Das ist wirklich so, da würde ich sagen, Herr Major, Sie verköstigen uns nicht. Wir müssen ordentlich arbeiten, wir müssen ordentlich durchs Feld kriechen. Aber ich krieg keine Kraft. Und dann kriegst du mal essen und dann kriegst du Latrinen. Ey, das ist echt und du hast nicht mal einen vollen Magen. Es lohnt sich also nicht, diesen Kampf anzugehen. Alter, guck dir das an. Ach, du hast ja die andere. Aber das hier am anderen Ende der Skala, Original Kalb, 5,99 € bla bla, da war meine Erwartungshaltung jetzt höher. Es schmeckt nicht schlecht, aber es ist so ein bisschen so eine, also so ein bisschen so eine Eislaufbahn im Mund. Es ist eine Eislaufbahn. Es flutscht von einer Seite zur nächsten, ohne dass du es zu fassen kriegst. Wirklich. Das Menschen, ja, genau. Was ist denn das? Guck dir das an hier. Irgendwie fällt die Scheiße runter. Ja, ich muss auch natürlich jetzt sagen, dass ich das sehr lange in der Pfanne. Also es hat lange im Pfannenbad hat sich aufgehalten. Es kann sich nachteilig auf die Konsistenz ausgewirkt haben. Ich weiß es nicht. Guck mal, und jetzt halt ihr nochmal nebeneinander. Die Optik. Welches willst du nehmen? Ist doch klar. Ja, das, ja. Also das ist, da muss man schon fair sein. Vielleicht ist es aber auch wenig so, wie du schon sagtest, dass wir einfach so derart durch unser Großwerden und durch das Kennen von diesen Wiener Art-Schnitzeln, dass man da so getriggert ist. Über Jahrzehnte hinweg, weil man eben nie das Original so wirklich regelmäßig hatte. Oder dann zu geizig ist und dann nicht sagt, ach komm, 25 Euro für das Kalbschnitzel. Nein, ich nehme doch das für 15 Euro. Das wird auch sein. Deswegen hat mich auch dieses Imbisschnitzel eigentlich wohl erstmal
Das hat mir jetzt wohl gefallen. Erstmal habe ich gedacht, das schmeckt wohl. Ja. Aber das hier ist doch irgendwie ganz gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden Billo-Varianten, die nicht tiefgefroren waren, ja. Mhm. Das eine ging für mich gar nicht. Ist ja immer ein bisschen Glückssache, du kannst auch ein schöneres Stück bekommen. Aber ich will mich nicht durch 10 Packungen durchprobieren, um dann einmal zu sagen, das war Weißfleisch. Ey, glaubst du wirklich, dass das besser werden kann? Das glaube ich nicht. Wirklich, nenn mich da Hater. Ich finde das richtig scheiße. Ja. Ich finde, das ist eine Frechheit, irgendjemandem so ein Fleisch... Schön, dass du das so sagst, wie ich... Ja, wirklich, vorzusetzen, es schmeckt... Man kann es im Strahl kotzen, wenn du das isst, ehrlich. Ja. Es ist echt nicht. Das andere war ein bisschen besser, muss man sagen. Okay. Aber es war jetzt nicht die Welt. Okay. Das ist, wenn du die Wahl hast und nichts anderes hast, dann würde ich eher dazu greifen. Also wenn du mit deiner Band irgendwo Backstage bist und kriegst so einen Schnitzel, dann sagst du dem Veranstalter, ey, wir spielen nicht. Absolut. So. Und dann würde ich doch spielen, weil er kurz sagt, doch, ihr spielt. Okay, sorry. Okay, jetzt kriegt er Geld. Ja, dann knallharten Diskussionen. Weiter geht's hier mit den Minischnitzeln. Die waren jetzt auch nicht so, da hat man jetzt zwei. Also, aber du hast ja auch gesehen, du hast ja aufgeklappt, das war einmal irgendwie Captain, alles im Schnitzel, was man nicht haben möchte. Nee, das ist nix, Freunde. Lass das zu Hause. Mini-Windbeutel okay, Mini-Schnitzel nein. Also die zumindest, aber da kann man vielleicht auch Glück haben. Mhm. Das hier, das ist Fosco, ja, das war das hier, das war das, was du nach dem Imbiss-Schnitzel hattest. Ja. Das ist in Ordnung, aber... Wo kommt das her? Ist das eine deutsche Produktion? Das ist deutsche Produktion, ja. Und da kannst du nicht anfassen. Das ist irgendwo in Nordrhein-Westfalen. 4,8 hast du nicht gesehen. Okay. Glaube ich, wenigstens Nordrhein-Westfalen ist. Mhm. Aber da können wir noch mal kurz gucken. Also da kosten 500 Gramm 3,50 €. Ja. Und hier zahlt man natürlich dann bei dem nächsten Kandidaten mehr fürs Geld. Aber da sind mir das Mehrgeld für die weniger Menge, aber ein deutliches Mehr an Qualität, das wäre es mir wert. Wenn ich jetzt davor stehen würde, würde ich mir, glaube ich, eher das holen, weil das hat mich jetzt überzeugt. Das schmeckte gut, so wie man sich wünscht. Voll. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie teuer war es? 4 € irgendwas? 3,90 genau. Oder also so? Das kostet in einem 4,50, da habe ich es gekauft und in einem anderen Laden 4 €. Also das ist schon auch eher höherpreisig. Ja, da kannst du auch schon gleich zum Fleischer gehen, ne? Und dir einen muss man auch mal fairerweise sagen. Ja, aber da sind wir. Den Punkt hast du ja leider immer. Ja, den Punkt hast du ja immer. Das ist immer die Frage, die sich da stellt. Wann ist wieder gut? Wann kippt das so? Für mich kippt es definitiv hier bei diesen 6 € Kalbschnitzeln. Das ist mir zu viel und dafür hat es mich zu wenig überzeugt. Also da. Wobei da wiederum muss man sagen. Ist Kalb viel teurer. Ein Kalb beim Fleischer ist viel teurer. Da bist du echt Teufel, es gibt keine Lösung. Da bist du bei 10, 12 Euro. Das schmeckt natürlich auch viel geiler. Das ist echt schlimm. Ja. Mich wundert, dass der große Name anscheinend auch wirklich das beste Produkt gerade abliefert. Ich habe vorhin schon eingangs gesagt, die sind richtig anscheinend. Also, Iglo kennt man ja ursprünglich, haben die ja mit Fischzeugs angefangen. Doch, diesen Captain haben die doch. Genau, Captain Iglo und seine Freunde. die hatten irgendwann auch mal, ich kann mich noch in meiner Jugend gab es so den ganz leckeren Tiefkühlpizzen. Also, irgendwann haben die den ja nicht mehr gemacht. Ja, okay. Aber in diesen Schnitzelmarkt sind die sehr spät anscheinend erst eingestiegen. Mhm. Ich habe das jetzt zum ersten Mal überhaupt gesehen, aber ich gucke da auch nicht regelmäßig. Obwohl ich ja immer gucke, was es ist. Ein Virtuose in dem Gebiet. Ja. Also. Und ich habe mir auch schon gedacht, wenn man so lange wartet, als bekannte Firma, da muss man sich dabei bedenken, dann einzusteigen. Ah, okay, man muss die Trümpfe haben. Genau, musst ich habe jetzt ein geiles Produkt. So, genau. Und, ja, okay. Ich biete was die anderen nicht haben. Geht für mich auf, zumindest wenn ich diese Vergleichskandidaten hier nehme. Mhm. Ja, also das Fosco-Ding war in Ordnung, das hier fand ich echt gut. Ja. Klar, das Schnitzel für 4,80 € aus dem Imbiss, ja, ist okay, kannst du machen. Ey, wahrscheinlich liegt das aber auch an der Fritteuse, dass es so schmeckt, wie es schmeckt. Es ist ja wirklich ist vollkommen in Ordnung, es macht satt und du fühlst dich nicht verarscht, wenn du es isst, sagen wir es mal so. Nö. Du erwartest auch nichts Besseres im Imbiss. Also muss man ja mal fairerweise sagen. Anders als bei schlecht und schäbig. Ist so. Ja, ich meine, du kannst es nicht mit dem Restaurantschnitzel vergleichen. Nein. Wenn jetzt, ich komme ja gerade irgendwie aus dem Skiurlaub, wenn du in die Alpen gehst und willst wirklich einen Wiener Schnitzel essen, dann erwartest du aber auch einen Kalbschnitzel, was irgendwie geil ist und schön fluffig ist und hast richtig Bock und denkst so, geil, ich habe Sport gemacht, aber wäre trotzdem fett. Ja, absolut. Ja, wer kennt es nicht? Ja, so. Weißt du? Absolut, ja. Und das ist da halt nicht der Fall. Aber ich finde, für den Imbiss ist es vollkommen in Ordnung. Ja, so. Aber nur mal einmal zu gucken, was man so in der Pommesbude bekommt. Weil es gibt ja Leute, die sofort sagen, nein, holst du, wenn es nicht aus dem Restaurant, wenn es aus der Pommesbude. Und da ist dann auch wieder 4,80 €, kann man drüber diskutieren, aber du musst auch nicht selber machen. Aber dennoch würde ich sagen, das hier ist dann das wertigere Produkt, das Tiefkühlschnitzel, von der Fluffigkeit, vom Schmetterlingsschnitt. Das hier ist dann schon wieder Industrie, 4,80 €, da musst du die Pommesbude mit einberechnen. Auch die Optik ist hier besser. Ja. Wirklich, das wundert mich. Das ist wirklich auch das schönste Produkt. Nicht nur auch von der Optik. Und es macht am meisten Spaß. Colin, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ne? Ich würde sagen, wir können auch gemeinsam jetzt noch diese Sendung beenden hier an dieser Stelle. Ja, das war's an dieser Stelle. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gebraucht haben. Es hat länger gedauert als geplant, aber das ist bei gutem Essen ja gerne mal so. Ja, absolut. Schön, dass du doch mit mir die Verkostung gemacht hast. Wir sind ja fast einer Meinung. Zum Finale wollte ich nochmal reinkommen. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, einen schönen Tag euch. Und wenn ihr euch fragt, was ihr zum Mittagessen essen sollt, und es soll ein Schnitzel sein, vielleicht habt ihr eine Inspiration bekommen. In diesem Sinne.
Auch mal, ein Brokkoli einpacken. Oder auch mal ein bisschen Gemüse. Oder Blumenkohl, ne? Mit Hollandaise dann. Hollandaise Zitrone. Macht alles voll. Hier ist eine Zitrone für dich. Für mich noch eben eine, eben schnell reinbeißen. So, tschüss, ne?